begrüße ganz herzlich die SpeakerInnen Ariane Schneider, Carla Hermann, Entschuldigung, Hermann, Hermannussen, Melanie Laufenburger und, wie habe ich vergessen, Isabel Moschawek. Herzlich willkommen, ich gebe das Wort an Sie weiter. Ja, vielen Dank für die kurze Einleitung. Ich mache erstmal weiter mit der Vorstellung. Unseren Namen haben Sie ja jetzt schon gehört. Aber kurz zum Hintergrund. Meine Kollegin Melanie Laufenburger und ich kommen von der Goethe-Uni in Frankfurt und Ariane Schneider und Carla Hermannussen von der TU Dresden. Was uns eint, ist, dass wir alle aus der geografischen Bildung kommen, beziehungsweise aus der Geografiedidaktik. Und genau, heute die Freude haben, Ihnen unseren Vortrag Examinations of Tomorrow, Re-Innovation von Prüfungsformaten in der Geografie vorstellen zu dürfen. Konkret werden wir ein Seminarkonzept vorstellen, was wir mit Geografie-Lehramtsstudierenden durchgeführt haben und unsere Erfahrungen damit reflektieren, beziehungsweise eventuell mögliche Gelingensbedingungen oder auch weitere Vorgehensweisen abzuleiten. Zunächst zum theoretischen Hintergrund bzw. zu den theoretischen Rahmenbedingungen, von denen wir ausgegangen sind im Kontext unseres Seminars. Digitalität ist vielleicht ein Wort, was Ihnen schon begegnet ist, lässt sich definieren als Zustand der Hybridität, der auf den gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess der Digitalisierung gefolgt ist. Das heißt, wir befinden uns im Zeitalter der Digitalität. Digitale Medien, in Anführungszeichen, sind keine Disruption mehr, sondern einfach ein alltäglicher Zustand, deren Fehlen viel mehr auffällt, als ihr Existieren. Charakterisieren lässt sich Digitalität, wenn man Schneider folgt, anhand Algorithmizität, Referenzialität und Gemeinschaftlichkeit. Was heißt das konkret? Wenn man das zum Beispiel an einem Post über einen Ort vormacht, nachzeichnet, kann man sehen, okay, es gibt einen Ort, zu dem werden bestimmte Inhalte gepostet, zum Beispiel Fotos, Videos und so weiter. Dabei erfolgt eine Referenznahme auf bestehende Inhalte. Es gibt zum Beispiel Bilder von Orten, die besonders prominent sind. Daraus ergibt sich auch eine gemeinschaftlich getragene Bedeutung. Das heißt, Bedeutungen zu einem Ort, die gemeinschaftlich geteilt werden. Und die Algorithmizität kommt dann ins Spiel, wenn wir daran denken, wie Inhalte in Social Media sortiert sind. Das heißt, es ist ja nicht immer so, dass das für Sie spezifisch Relevanteste als Erste kommt, sondern das, was algorithmisch für Sie als relevantester Inhalt angesehen wird. Und dementsprechend erfolgt eine Sortierung, die sich ja durch unseren ganzen Alltag zieht, nicht nur in sozialen Medien. Dieses Phänomen betrachten wir aus der Perspektive der geografischen Bildung. Und wenn wir jetzt nicht auf die geografische Bildung im Allgemeinen schauen, sondern auf Bildungsansätze im Allgemeinen, ist digitale Souveränität ein möglicher Bildungsansatz, um Digitalität zu begegnen. Digitale Souveränität verstehen wir dabei als, und hier ist es nochmal definiert auf den Folien, Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle bzw. ihre verschiedenen Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Digitale Souveränität ist also eine Möglichkeit, Digitalität, und das ist bei uns besonders wichtig, für Individuen aufzuarbeiten. Das heißt, aus der Bildungsperspektive Studierenden, SchülerInnen und anderen Menschen, die quasi Objekt von Bildung sind, um es jetzt mal verschwitzt zu sagen, zu ermöglichen, reflexiv und kritisch, aber auch konstruktiv mit Digitalität umzugehen. Diese theoretischen Rahmenbedingungen, von denen wir ausgegangen sind, haben wir für unser Seminarkonzept folgendermaßen als Ziel formuliert. Der didaktische Doppeldecker ist vielleicht denjenigen von Ihnen ein Begriff, die in der Lehrkräftebildung tätig sind. Für die anderen nochmal zur Erläuterung. Es geht auf der einen Seite um die Förderung einer Fähigkeit, in dem Fall digitaler Souveränität, bei den Lehramtsstudierenden. Und im zweiten Schritt ist der andere Teil des Doppeldeckers, der Befähigung zur Förderung digitaler Souveränität im Geografieunterricht. Das heißt, die Studierenden lernen sowohl in Anführungszeichen mit sich selbst, aber auch über die Vermittlung digitaler Souveränität und für uns eben aus der Perspektive der geografischen Bildung. Wie dieses Seminarkonzept aussieht und was wir da eigentlich genau gemacht haben, das wird meine Kollegin Melanie Laufenburger jetzt ausführen.
Ja, vielen lieben Dank, Isabel. Das Seminarkonzept, das ich Ihnen nun ganz kurz vorstellen darf, wurde als Tandem an der Goethe-Uni in Frankfurt und der TU Dresden jeweils im geografiespezifischen Anteil des Lehramtsstudiums erprobt und das jetzt im noch laufenden Sommersemester. Die Rahmenbedingungen in Dresden dazu: 2 Semesterwochenstunden, 3 bzw. 5 Credit Points in Abhängigkeit davon, ob eine Prüfungsleistung am Ende abgelegt wurde, Blended Learning Format und als Prüfungsleistung für die 5 Credit Points ein Portfolio. In Frankfurt ebenfalls 2 SWS, 4 Credit Points, auch Blended Learning Format, keine Prüfungsleistung. Hier erwerben die Studierenden lediglich in Anführungszeichen einen Teilnahmenachweis. Ja, kommen wir zum Seminarverlauf, dessen Fahrplan hier in der Grafik visualisiert ist. Der Fokus der asynchronen Online-Phasen lag hier auf der Einführung in digitale Souveränität an der Schnittstelle zur geografischen Bildung und aus didaktischer Perspektive. Im Unterschied dazu konzentrieren sich die standortinternen und standortübergreifenden Präsenzsitzungen auf die Vertiefung und die kritische Reflexion der in den Online-Phasen im Selbststudium erarbeiteten Themen und Inhalte. Zur Einordnung, die Besonderheit des Seminars: die Studierenden haben in standortübergreifenden Quartetten zusammengearbeitet, die sich aus je 2 standortinternen Duos zusammengesetzt haben. So viel soll es an der Stelle auch zu den Rahmenbedingungen gewesen sein. Kommen wir zum Wesentlichen, nämlich der Renovation von Prüfungsformen und Kulturen. Ausgehend davon, dass die im Kontext von Digitalität veränderten Rahmenbedingungen, die Isabel gerade eben kurz dargestellt hat, die Reinnovation von Prüfungsformaten und Kulturen erfordert, bedienen wir uns des Constructive Alignments, einem in der Hochschuldidaktik etablierten Ansatz, in dem es im Kern darum geht, Lernziele, Learning Outcomes, Lehr-Lern-Aktivitäten und Prüfungsformen aufeinander abzustimmen. Das geschieht vor dem Hintergrund spezifischer Anforderungen, Situationen und Aufgabenstellungen. Für die eben kurz dargestellten Lehrveranstaltungen haben wir diesen Constructive Alignment-Ansatz wie folgt adaptiert. Zentrale Learning Outcomes sind vor dem Hintergrund des didaktischen Doppeldeckers einerseits die Förderung digitaler Souveränität und mit Blick auf die Schule andererseits die Befähigung zur Förderung digitaler Souveränität im Geografieunterricht. Zur Gestaltung von Lehr- und Lernaktivitäten bedienen wir uns Ansätzen der integrativen Medienbildung, die in kreativen Praktiken fruchtbar gemacht werden. Ja, aber was heißt jetzt kreative Praktiken? Allert und Richter verstehen darunter, dass die Lernenden eigene Inhalte erstellen, ihre eigenen kreativen Praktiken, zum Beispiel im Kontext sozialer Medien, reflektieren und diese in kollaborative kreative Praktiken einbetten können. Ja, hier stellt sich dann die Frage nach der Gestaltung von Prüfungsformen. Klassische Hausarbeiten oder Multiple-Choice-Klausuren lassen sich damit konzeptionell nicht ganz so gut vereinbaren. Also was tun? Wie gesagt, die Renovation von Prüfungsformen und Kulturen ist an der Stelle erforderlich. Wir haben das exemplarisch so gelöst, dass die Studierenden innovative Medienprodukte, die namensgebend für diesen Vortrag und auch unser Konzept sind, erstellt haben. Und wie wir dabei genau vorgegangen sind, das erklärt Ihnen nun meine Kollegin Ariane Schneider. Genau, an der Stelle übernehme ich. Und für uns war es sozusagen wichtig, dass wir diese Erarbeitung der Fachinhalte in Kombination mit dem studentischen Austausch zu vereinen und das Ganze dann in diesen Medienprodukten, dass die Studierenden das entsprechend einfließen lassen. Vielleicht nur ganz kurz als inhaltlicher Rahmen. Bei uns geht es dann in dem Falle um die digitale Raumkonstruktion beziehungsweise auch die Wahrnehmung, dass dann was dann sozusagen in diesen Produkten endet. Dabei haben wir es den Studierenden frei entscheiden lassen, was sie produzieren wollen. Als Beispiele haben wir dort dann den, jetzt ist Frau Muschawek leider rausgefallen, oder sehe ich das? Ja, es scheint so. Ich würde mal hier in der Content Library gucken, ob wir das hier öffnen können. So. Okay, jetzt sehen wir die Folien wieder. Ich kann einfach drüber sprechen. Wir haben es sozusagen den Studierenden freigestellt, für was für eine Art von Medienprodukt sie sich entscheiden wollen. Das ist natürlich auch immer abhängig eventuell auch von persönlichen Präferenzen und hatten dort als Beispiele einen Instagram-Post von mindestens 5 Inhalten, also seien es Videos, Reels, Stories vorgegeben. Sie hätten aber auch beispielsweise TikTok-Videos produzieren können, die dann eine Gesamtlänge von ungefähr 6 Minuten haben sollen.
Sie hätten aber auch einen Podcast machen können, der hätte dann so ungefähr 15 Minuten umfassen können, beziehungsweise haben wir das auch vollständig dann offen gelassen, wenn da eventuell noch andere soziale Medien oder ja, Formen der Medienproduktion den Studierenden eingefallen wären, hätten wir uns da auch sehr gerne überraschen lassen. An der Stelle vielleicht gesagt, dass sich letztendlich alle Studierenden für Instagram entschieden haben und dort einen, ja, einen Account oder einen Feed erstellt haben. Und genau an der Stelle würde ich Sie jetzt auch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen und Ihnen sozusagen einmal so einen Feed zeigen, als kurze Rahmen vielleicht. Die Abgabe der Medienprodukte ist leider erst in der kommenden Woche. Das ist jetzt vom Timing her etwas ungünstig, aber wir haben trotzdem von einer Studierendengruppe das Produkt bereits bekommen und ja, ich kann Ihnen sozusagen das jetzt hier mal kurz präsentieren, aber vielleicht dort die Anmerkung, also das ist noch ein Work in Progress, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle könnte da noch was passieren, aber dass Sie dort schon mal so einen ersten kleinen Eindruck bekommen. So, und jetzt übernehme ich mal den Screen zu sharen. Genau, und jetzt dürfen Sie sozusagen diesen Instagram-Account sehen. Also das ist jetzt ein Account von einem Studierenden-Duo aus Frankfurt. Und Sie sehen das hier, das wurde bespielt mit 5 Beiträgen, alles in sozusagen kleinen Videos. Und wir würden uns jetzt mal als Beispiel eins zusammen anschauen. Das kann ich dann hier anklicken. Zu dieser Reihe. Wir werden uns in den folgenden Beiträgen genauer mit der Frage auseinandersetzen, wie das Bahnhofsviertel von wem genutzt wird. Dafür schauen wir uns verschiedene Standorte genauer an. Als erstes werden wir uns den Hauptbahnhof genauer anschauen. Der zweite Standort wird der Jürgen-Ponto-Platz bzw. Brunnen sein. Danach laufen wir Richtung Willy-Brandt-Platz und zu dem Märchenbrunnen. Danach werden wir die Münchner Straße zurücklaufen und uns dabei die Kaffeepreise der Straße genauer anschauen. Viel Spaß beim Zuhören und Anschauen. Genau, und vielleicht noch Hallo und ein weiteres Beispiel wäre dann Frankfurt. Zum Beispiel. Wir befinden uns hier auf dem Weg zu unserem zweiten Standort. Auf dem Weg dorthin fallen uns einige Dinge auf. Zum Beispiel der viele Müll, der auf dem Boden liegt, Graffiti an den Hauswänden oder die vielen Sicherheitskameras, wie hier oben links im Bild zu sehen ist. Zusätzlich befinden sich hier in dem vorderen Teil des Hauptbahnhofviertels viele Wettbüros, Bars und andere Läden wieder, die meistens von Einheimischen besucht werden. In diesem Teil finden sich besonders viele Personen wieder, wie Obdachlose oder Drogenabhängige. Genau, und dann können wir uns vielleicht noch ein drittes. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg zu unserem dritten Standort. Auf dem Weg dorthin merken wir, wie die Gegend sich drastisch ändert. Die Restaurants werden teurer und schicker, die Gebäude sehen restaurierter und ordentlicher aus und sind somit perfekte Fotospots für Touristen, die sich hier in diese Gegend hin verirrt haben. Der Autoverkehr wird hier auch aktiver. Wir laufen in Richtung einer großen Hauptstraße. Direkt an der Hauptstraße befinden sich Grünanlagen, die zu dem Grüngürtel Frankfurts gehören. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Weg zu uns. Genau, und das ist sozusagen dann dieses Produkt, was die Studierenden uns abgegeben haben. Und das wird dann im Folgenden noch im weiteren Seminarkontext weiter gemeinsam reflektiert. Herzlichen Dank, Ariane. Ich bin kurzzeitig rausgeflogen, aber es hat ja anscheinend auch funktioniert. So. Genau, so hier nochmal die Erläuterung. Okay, First Insight haben Sie schon gemacht und damit komme ich auch schon zum Abschluss, nämlich den ersten Reflexionen bzw. einem Ausblick, den wir schon geben können, ausgehend von dem exemplarischen Beispiel, was wir heute vorgestellt haben. Zunächst muss man natürlich einschränkend sagen, dass kreative Praktiken immer formalisierten Lernkontexten gegenüberstehen. Das heißt, das ist letztlich nicht möglich, in Anführungszeichen diese Alltäglichkeit in einem formalisierten Bildungsrahmen zu reproduzieren, weil da halt immer diese Formalisierung integriert ist. Das heißt, man erschafft keine, in Anführungszeichen, natürliche Umgebung. Außerdem stellt sich die Frage, oder hat sich für uns die Frage nach der Bewertung der kreativen Prüfungsformate gestellt. Und da haben wir auch sehr lange darüber diskutiert, über die Frage, inwieweit kann man sowas eigentlich bewerten. Und
auch dann differenziert nach summativ, formativer Evaluation. Das heißt, kann man letztendlich eine Note geben auf die Kreativprüfungsformate oder geht es vielmehr formativ darum, über Feedback und eigene bzw. Peer-Reflexion eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ergebnissen zu ermöglichen. In dem Zusammenhang hat sich auch die Frage danach gestellt, nach welchen Kriterien soll eigentlich diese Bewertung erfolgen. Die Lösung, die wir für uns identifiziert haben, beziehungsweise für die Dresdner Studierenden, denn in Frankfurt gab es ja gar keine Bewertung, war die Bewertung der Portfolios. Das heißt, die Studierenden haben über den Semesterverlauf hinweg Portfolios angelegt, in denen sie ihre Erfahrungen in der Erstellung des Medienprodukts reflektiert haben. Und diese Portfolios sind eben Gegenstand der Leistungsbewertung geworden. Letztlich muss man sagen, dass es sich, und das habe ich jetzt schon mehrfach betont, bei dem, was wir heute vorgestellt haben, um ein Fallbeispiel handelt. Das heißt, es ist natürlich ein Vergleich nötig mit ähnlichen Ansätzen, um mögliche generelle Leitlinien oder Gelingensbedingungen ableiten zu können, die über diese Ideen, die wir jetzt spezifisch formuliert haben, hinausgehen. Problematisch ist es aktuell noch ein bisschen, weil es wenige Vergleichsarbeiten gibt, die sich für einen Vergleich eignen aus unserer Perspektive. Da es sich hier auch um eine hochschuldidaktische Veranstaltung handelt, haben wir auch nochmal explizit Takeaways für uns aus Lernendenperspektive aufgezeigt. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, dass Social Media für die Studierenden alltäglich ist und auch für unsere Studierenden alltäglich war. Also wir haben mit denen durchaus auch darüber gesprochen, inwieweit das eigentlich in deren Alltag integriert ist. Das steht im ganz krassen Gegensatz dazu, dass diese Integrierung in ein Prüfungsformat eigentlich allen völlig unbekannt war. Das heißt, das, woran man als Studierende, aber auch als Lehrende gewöhnt ist, sind Prüfungsformate häufig in Form von Klausuren oder Hausarbeiten. Das heißt, es war für uns alle in der ganzen Seminargruppe eine Gratwanderung zwischen Vorgaben, die wir als Lehrende ja irgendwie machen mussten, haben wir auch kurz aufgezeigt, und zum Beispiel die Länge der Reels und so weiter war festgelegt, und kreativen Arbeiten, das heißt, was dürfen die Studierenden machen? Und auch das zu ermöglichen, dass sie machen können, worauf sie Lust haben, woran sie Interesse haben und sich kreativ auszudrücken. Das erfordert letztendlich ein sich einlassen, haben wir es mal formuliert, durch Studierende, aber auch durch die Dozierenden selbst. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass es trotzdem ein sehr motivierendes Format ist. Das heißt, die Studierenden hatten wirklich Spaß daran, sich auszuprobieren, haben aber irgendwie auch gestruggelt mit der Freiheit, die das mit sich gebracht hat. Das heißt, es kam natürlich nachfragen, dürfen wir das und so weiter. Was bei Hausarbeiten natürlich viel leichter ist, weil da wird dann zum Beispiel vorgegeben, okay, das ist die Struktur und der folgt ihr bitte. Hinzu kam, dass wir versucht haben, Theoriearbeit parallel unterstützend zur Erstellung der Medienprodukte einzubinden und das aber nicht als Vorgabe zu geben dann in der Kreativität. Letztlich muss man auch sagen, dass es sich ein relativ hoher organisatorischer Aufwand ergeben hat, weil wir halt viele Sachen neu erarbeiten mussten, was für Hausarbeiten oder ähnliche Prüfungsformate vielleicht schon vorliegt. Trotzdem ist das ein Fazit, das wir für uns ziehen können, dass die Arbeit trotzdem extrem bereichernd war und wir das vielleicht so ein bisschen als Anlass nehmen möchten, den Lehrenden unter Ihnen die Aufgabe zu stellen, das auch mal auszuprobieren, auch vielleicht kleine Aufgaben zu integrieren, die auf die kreative Kraft der Studierenden setzen und so ein bisschen das Spektrum zu erweitern, um auch den Anforderungen von Digitalität als gesellschaftlichem Zustand letztendlich gerecht werden zu können und die Studierenden dementsprechend zu befähigen. Das war's an dieser Stelle von uns.